So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute möchte ich dir gerne zeigen, wie einfach du Programme über das Terminal installieren kannst und auch wieder entfernen kannst. Als Beispiel natürlich von Audacity. Und zwar müssen wir dazu erstmal das Terminal aufrufen, das finden wir hier. Wir können aber auch hier in der Suchleiste Terminal eingeben, sollten wir sehr, sehr viele Programme haben. Das kann ja auch sein, da wird das nicht so offensichtlich. Klicken wir drauf. So sieht das hier aus. Wir haben jetzt hier verschiedene Möglichkeiten. Und zwar können wir mal uns als SU anmelden. Da sind wir nämlich sudo. Wichtig, jetzt geben wir unser ganz normales Passwort ein. Ja, das geht natürlich nicht. Warum? Weil wir erst ein sudo-Passwort tatsächlich erstellen müssen, zumindest in meinem Fall. Da mache ich jetzt einfach mal sudo und zwar passwd. Und da geben wir erstmal unser Passwort ein für unseren Benutzernamen, den wir in einem anderen Video auch mal ändern werden. Und jetzt gebe ich ein neues Passwort ein. Zack. Ja, das sollte vielleicht noch übereinstimmen. So, jetzt funktioniert's. Man sollte auch Clio richtig schreiben können. So, jetzt machen wir SU, melden uns mit dem Passwort an und ich bin als Root auch hier drin angemeldet. So. Jetzt geben wir folgenden Befehl ein, apt-get install und ich würde sagen Audacity, würde ich einfach mal sagen. Wir machen ja und ihr seht auch hier 105 MB müssen zusätzlich heruntergeladen werden und das Ganze kann jetzt hier auch einen kleinen Moment dauern, ist soweit fertig. Wir können zum einen Audacity hierüber auch aufrufen, wenn wir das Ganze wollen. Dann würden wir auch vielleicht eventuelle Fehler auch schon sehen. Ne? Also wir haben hier quasi Audacity. Seht ihr? So sieht das jetzt aus. Und ist in der Version 3.2.0. Also ein Ticken aktueller. So, und schließen wir das Ganze. Jetzt wollen wir das Ganze natürlich noch quasi löschen. Und zwar machen wir einfach dafür ein apt-get-remove-audacity. Das heißt quasi, wollen wir das Ganze wieder löschen? Ich sage ja. Und er sagt jetzt auch hier, dass 20,2 MB wieder freigegeben werden. Jetzt wird das Ganze entfernt und es wurde gelöscht. Jetzt schließen wir das Ganze. Der Grund, warum er jetzt übrigens hier sagt, möchten Sie wohl schließen, ist, weil ich noch als Root angemeldet bin. Also mache ich Exit. Ich muss es auch richtig eingeben. Exit. Clear. Und wir können raus. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.